Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid auf meinem Kanal Falter Vanlife. Da freuen wir uns, der Captain Blaubeer und ich. Und ja, heute geht es mal in den Hafen von Albufeira. Den werden wir uns mal anschauen. Dann an den Strand von Gala, einem Teil von Albufeira, der westlich von Albufeira liegt, mit sehr interessanten Felsformationen. Und dann schauen wir uns noch ein paar große Vögel an. Aber schaut selbst, nach dem Intro geht's weiter. So, heute schauen wir uns mal den Hafen von Albufeira an. Mal schauen, wie es da so aussieht. Nehme ich euch natürlich mit. So, ich bin jetzt hier in der Marina der Albufeira und hier liegen ganz schöne Schiffchen und auch interessante Häuser gibt es hier. Hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door. So, ich mache mir hier gerade einen vegetarischen Brotaufstrich. Dazu habe ich ein paar kleine Tomätchen geschnitten, die hatte ich noch. Dann habe ich noch Gewürzgurken, die schneide ich gerade. Und dann kommen da ein bisschen Oliven mit rein. Da habe ich noch welche von. So, dann habe ich noch Kräuter, die so getrocknete. Getrocknete Zwiebeln, die kommen da mit rein. Und als Salzersatz und noch zusätzlichem Gewürz habe ich hier noch würzige Suppe oder weiß gar nicht, wie das heißt genau, von der Firma Gefro. Unbezahlte Werbung, also ich kriege da nichts für, dass ich die Firma nenne. So, und dann den Frischkäse, womit das Ganze dann gemischt wird. Up, up, up in a painted cup, I will pour my love from a cloud above. So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky. Tastes good to be drinking all of the honey sweet brew of ours. Up, up in a painted cup, right in the sky like a firefly. Like a firefly, I believe to believe is to feel the fire grow. Knoblauchpulver habe ich. Das war frisch, aber ich habe keine Lust jetzt, den zu schneiden. So, eigentlich müsste der jetzt ein bisschen durchziehen hier über den Rand, damit der dann ja alles den Geschmack der Zutaten annimmt. Ja, doch, schmeckt. So, Frühstück, um 20 vor 12 unserer Zeit hier, aber ich hatte bis jetzt auch noch keinen Hunger, deswegen habe ich alles mögliche andere gemacht. Guido, du bist jetzt mal ein bisschen ruhig im Moment.
Ich guck gerade hier GNS TV von dem Guido Neiken. So, dann werden wir mal den neuen Aufstrich probieren. Up, up, up in a painted cup, I will paraglide across the sky. Let flowers and tiny hearts. So, dann wollen wir mal probieren. Super. Ganz lecker. Und das sollte ich öfter machen. Man kann dann auch andere Zutaten da rein tun. Frische Kräuter und Nüsse gemahlen. Mehr Oliven, die man nicht auseinanderpulen muss. Ja. Aber sonst wirklich lecker. So, ich bin jetzt hier am Strand von Gale, einem Teil von Albufeira. Ich glaube, das gehört noch dazu. Und Markus von Fan4Wan hat mich gebeten, für ihn einen Espresso zu trinken. Und das werde ich jetzt hier mal gucken, ob man hier einen Espresso kriegt. Mal sehen. Sehr interessantes Gemälde hier an der Praia da Gale Restaurant. Sieht irgendwie schön aus. Und das ist jetzt der Strand von Gale mit einigen Surfern, interessanten Felsformationen am Strand. Schön hier. So, Markus, ich bin jetzt hier an einem Bar-Strandcafé in der Nähe von Albufeira in Gale und sollte ja ein Espresso trinken. Ich hoffe, du magst auch Cappuccino. Das ist jetzt dein Cappuccino, den ich jetzt trinke.
Manchmal besucht mich hier ein Video. Der ist so toll gezeichnet. Schön. So, ich bin jetzt hier in Faro oder bei Faro, einer Lagune. Das da hinten, was ihr da seht, diese Häuser, das ist ein ganz schmaler Streifen zwischen Lagune und Meer. Aber dahinter kommt dann direkt das Meer. Leider konnte ich da nicht hinfahren, weil da ist die Zufahrtsstraße für Wohnmobile gesperrt. Und dann kommt eine Brücke, die ist nur 3,5 Tonnen und ich habe ja bis 4,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, seinen Wohnwagen mit Solarzellen zu bestücken. Er hat rundherum Solarzellen. Ist unglaublich. Kriegt er natürlich ordentlich was an Strom rein. Egal wie die Sonne steht. Ich denke mal oben drauf hat er auch welche. Der Parkplatz ist ganz schön. Einziger Nachteil, man darf hier nicht über Nacht stehen. Und direkt hier hinter quasi ist direkt der Flugplatz oder der Flughafen von Faro. Und da starten dann, im Moment sind sehr wenige Flugzeuge, aber da starten dann immer ab und zu mal ein paar Flugzeuge. Ich habe auch schon gehört, also wegen der Übernachtung hier auf dem Platz, abends kommt die GNR und schickt die Camper weg oder kassiert direkt. Das habe ich nicht so ganz verstanden in dem. So, hallo, wir sind jetzt hier auf dem Weg zu Bekannten von Dieter, von meinem Campingnachbarn. Da sind wir eingeladen zum Grillen. Wenn Sie das dort gestatten, nehme ich euch mit. Bis später. Als ich dachte. Da an dem Schicht, das Weiße. Ja, ja. Da müssen wir rein. Casa da Mecchia. Casa da Inacchia. Jui. Also eine schicke Strecke hier. Ja, das ist eine. Eieiei. Hier ist das Super Trike von Christa und Udo, die hier zurzeit in dem
Container wohnen, weil sie die Pflanzen versorgen, die Tiere versorgen von dem Deutschen, der hier das Anwesen hat. Nördlich von Portimão, etwas weiter ins Land rein, gibt es sehr, sehr viele Störche. Das ist das Einzugsgebiet oder das Feuchtgebiet vom Aradefluss. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie es da so aussieht. Hier gibt es ein großes Feld mit ganz vielen Storchennestern auf niedrigen Bäumen und die haben jetzt fast alle Junge. Also es ist ganz spannend zu sehen. Ich fahre da gleich nochmal in der anderen Richtung vorbei. Hier gibt es einen schönen Platz, von dem man aus zwei Storchennester direkt gegenüber beobachten kann. Die sind nicht auf dem Feld, sondern die sind alleine. Das ist das eine Nest mit zwei Jungen. Das eine Elternteil und die Jungen warten gerade auf die Rückkehr des anderen Elternteils. Wie man hört, liegen die Nester direkt an der Straße auf Strommasten, aber das scheint die beiden Störche oder die Störche nicht zu interessieren. Camper am gegenüber den Storchennestern. In dem zweiten Nest ist ordentlich Betrieb. Ich glaube, da sind sogar drei Junge. Im Moment kann ich zwar nur zwei sehen, glaube ich. Aber ich glaube, da ist noch ein drittes Junges drin. Dass die das nicht stört, hier so hinten nah an der Straße. Soweit die Störche nördlich von Portimão. Soweit mein heutiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Oder würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, drückt den Abo-Button. Es kostet euch nichts und mir hilft es weiter. Ansonsten Kommentare sind auch immer herzlich willkommen. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss. Tschüss.